Na, endlich ist es. Also, ich bin Level 8, hoppala. Ich bin Level 8. Ach, so ist es. Aui, ich hab da gerade was Episches. Halt die Pappen. Mit dir da hinten, Alter. Lass mich da mal in Ruhe, ich bin voll mit Jockey. Boah. Na, sei mir nicht ab, aber der Syrien-Schestrick. Ja, den Syri. Ja, den werde ich aber nicht treffen. Na, den triff ich nicht. Das sei mir nicht ab. Bin zwar ein bisschen scharsackert, aber so. Na, nee, den Syri fix nicht. Soll die Kollegin machen. Soll die Sarah machen. Das passt dann schon. Oh, nee, muss nicht sein, muss echt nicht sein. Was haben wir denn noch so Schönes? Was man sich da nicht noch so alles gönnen kann? Währenddessen, komm, für was habe ich meine Kollegin? Für was habe ich meine Kollegin? Damit die einfach nur gut aussieht? Naja, gut aussehen tut die zwar auch nicht, aber ihr könnt halt wenigstens was machen. Ah, da haben wir auch schon wieder so einen gepanzerten Haverer, Alter, bis deppert. Bin ja auch schon wieder der Gefickte. So, hätte jetzt mal gesagt gehabt, geh nur mal ganz kurz ins Menütschka alleine. Ich will wissen. Wo ist denn das Neiche? Wo ist denn das Neiche? Das da. Au. Aha. Gib die Axt weg. Ausrüsten. Let's go. Das will ich sehen. Das, den Unterschied will ich sehen. Sechser. Ah, viel Schuss haben wir jetzt leider nicht. Würde mich echt interessieren, den Unterschied. Beziehungsweise ich hab ein bisschen mehr Respekt. Ja, genau, sowas in der Richtung brauche ich. Ja, genau, so irgendwie sowas. Dass ich dann doch irgendwie nur entdecken bin, aber dann den noch auf die ganzen Kandidaten da schießen kann. Vielleicht ein bisschen näher. Ein bisschen näher wäre super. Ich bin ein bisschen Scharsacker, der Haverer. Pizzele. Ja, genau. Und dann einfach nur abwarten, bis ich mal einer rausgeht. Genau. Wenn ich ihn trifft. Wenn ich ihn trifft, das schaut dann wieder ganz, ganz anders aus. Gönn dir, Haverer. Ja, das ist die Scheiße, ihr gönn neben mir explodiert. Ist eh klar, super. Da komm jetzt, Burle, komm. Du, Gepanzerter, du bist wirklich ein Wahnsinn. Das sind echt arg, die Gepanzerten. Da komm her mit dem depperten Hurnschädel. Sonst muss sie aufkommen extra. Muss ich extra aufkommen. Na warte. Ich glaube, ich sehe nur noch eher da. Na warte. Benutze ich extra sogar meine Spezialwaffe. Meine neue. Zeige dir, wie die ist. Zeige dir, wie die geht. Da, servus, Kiste. Bam, bam. Ich hätte mir jetzt gerade. Also, gute Waffe, also schadenstechnisch und alles drum und dran. Ich habe mir nur gedacht gehabt, oder ich höre da so irgendwie so ein Bums oder so. Boom! Oder irgendwas, oder was mit kleiner Kindere zart. Nix. Hm. Ich hätte mir gedacht gehabt, ich kriege jetzt irgendwie so ein Bums. Irgendwas, wo ich sage, so, boah, bist depper, oder die hört sich geil an. Oder jetzt ich nach Call of Duty an. Kleiner Seitenhieb, wusste jetzt sein zu Call of Duty, er wusste jetzt sein, Digga. Und hört sich einfach auf wie Call of Duty. Junge! Steppe, da geht's aber ordentlich weit hintere. Wo ist da jetzt schon wieder? Bist deppert, oder? Echt ein Respekt. Ohne Spaß, Alter. Der Bereich hat echt einen Respekt vor mir. Hätte mir nicht gedacht. Geht immer weiter und weiter und weiter. Man denkt sich einfach nur so gepasst. Eine Ebene. Maximal noch eine zweite, wo du sagen kannst, so gepasst, du hast ein bisschen herumgeschaut gehabt, hast ein bisschen was eingesammelt, aber na, das ist nicht schlecht, das ist echt nicht schlecht, der Bereich. Ja, die Credits, die gehören jetzt mal mir. Was mit dir, oder willst du ein Bussi? Oder was? Viel wert. Das Problem ist, wir sind auf dem Mars und wir sind jetzt schon gescannt worden. Das ist ganz, ganz großes Problem. Wir sind jetzt schon gescannt worden. Leg
so sehr es mir weh tut, normalerweise tue ich nichts ablegen, aber. Ja. Muss ich ablegen. Steppert. 330 an Masse, Digga. Die kommt hier nirgendwo hin, Alter. Mudi, die kommt hier nirgendwo mehr hin. Das ist aber eigentlich im Prinzip ist auch schon wurscht, ob Zähne mehr oder weniger. Eigentlich im Prinzip auch. Ich Schmuggelware. Alter. Bist der Airport nicht schlecht. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt sogar beinahe fast mitgenommen, wenn es nicht geheißen hat, erst wir wären gescannt worden. Hätte ich es beinahe mitgenommen. Hätte ich es definitiv beinahe mitgenommen. Aber Alter, die erste, oder beziehungsweise sagen wir unsere zweite richtige Mission, Digga, Alter, und schon unsere epische Sachen. Muss ich mal aber sagen, Alter, wir haben dementsprechend aber auch jeweilige Gegner, Level 14, mit Panzerung und alles drum und dran. Aber schon jetzt schon bei unserer ersten großen Mission, das eine oder andere epische, sage ich mal definitiv nicht nein. Ah, schon wieder Meisterklasse. Merkst halt einfach, dass es schon ein bisschen eher was für fortgeschritten ist. Hm, die Mission da. Weil du hast unbedingt immer Experte, Meister, das. Alter, ein Wert? Bist du 500? Der kleine Scheißdreck. Hallo? Hi! Hast du die Space erledigt? Gut. Also, um die Forschung abzuschließen, brauchst du eine Hämatitprobe, die du durch den Drescher laufen lässt. Nimm dir einen Lasercutter und geh zurück in die Kammer, in der du reingekommen bist. Der Drescher ist die große Maschine im Raum daneben. Der Startcode lautet Ares 2330. Erledige das, dann ist Percivals Name in 0, nichts reingewaschen. Ich hoffe. Könnte aber auch sein, dass es quasi der einfach die Situation ausnutzt und so ein 31er ist und der uns eigentlich die ganze Zeit nur fickt. Könnte auch einfach mit dem Lift fahren, Brudi. Das wird wahrscheinlich eher so unser Rückfahrticket sein, aber dennoch. Alter, normalerweise bisteppert. Da können wir verkaufen, Alter. Oh ja, mach einmal. Zeig mal hier, was können wir denn machen? Mir ist alles recht. Ganz ehrlich, mir ist definitiv alles recht. Mach euch, was du machen willst. Hauptsache, wir haben ein bisschen was bastelt. Vielleicht ein bisschen das eine oder andere weniger sogar. Das wäre echt, echt geil. Aber echt arg. Bist deppert. Sicherheitshalber. Soll ich das auf abschießen? Mit dem Laser. Sicher. Ah. Das hat jetzt aber echt lang gedauert. Ich hab mir jetzt ehrlich gesagt sogar schon fast ein bisschen angeschissen, dass es nicht funktioniert, gell? Ich hab jetzt echt Angst gehabt, dass es wirklich nicht funktioniert. Das hat ein bisschen sehr unentspannt lang gedauert. Da haben wir es eine. Let's go. Aber auch geil, wenn sie jetzt in den Wellen oder so die Gegner jetzt auch noch zusätzlich kommen würden. Würde ich feiern. Ich werde aber einmal noch ganz kurz mit den neuen Sachen auch wieder ausschauen, was wir da schon wieder alles gefunden haben. Minus. Aber dafür mit Strahlung und alles und mit der Masse sind wir schon definitiv nicht schlecht. Arbeiter. Ha. Oh. Wird sich definitiv gekillt? Oh ja. Sind wir, glaube ich, jetzt ein beides Mal ein Fucker, Alter. Das mit Level 8. Passt, würde man sagen. Wir geben ihm Bescheid und dann werden wir wahrscheinlich definitiv mit dem Lift auffahren können. Alles bereit? Gut. Du kannst mit dem Aufzug zurück an die Oberfläche fahren. Im Drescherraum müsste ein Schlüssel liegen. Falls die Spacer ihn nicht mitgenommen haben. Ich warte im Circle auf dich. Ah, was für ein Zufall.
Ja. Du könntest mich nicht zufällig abholen, oder? Alter, das wär's. Alter, das wird's. Das wird's echt, echt praktisch, wenn wir mit der Haver abholen könntet. Ich kann jetzt Fuß gehen. Die muss sich der Stoff, Alter. Zick, 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 zick. Alter, damit's von A nach B kommt, die Alter, bist deppert. Wir schreiben jetzt einmal nur ganz kurz an, sorry Leute. Okay. Frag mich jetzt nur, wo er mich jetzt da noch hinschicken möchte, weißt? Ich schaue nur sicherheitshalber auf die Karten. Sicher, sicher. Oh ja, sollte eh passen. Mit dem Lift. Oh ja. Wenn ich ihm einfach nur die Daten schicken muss, sollte es normalerweise passen. Er hat ja extra gesagt gehabt, ich kann den Lift verwenden und alles. Ich bin halt nur verwirrt wegen einem blauen Punkt, weißt? Das ist sicher, sicher. Und nicht, dass ich dann extra hingehe, dann habe ich was vergessen und dann habe ich mir eigentlich erst recht die Arbeit nur sonst gemacht. Das würde mir dann ehrlich gesagt ein bisschen wehtun. Aber lassen wir's. Obwohl es mir anzeigt. Sowieso komplett woanders jetzt gelandet, gell? Will ich jetzt nur damit sagen, aber ich gehe jetzt trotzdem sicherheitshalber lieber schauen. Ich gehe jetzt trotzdem halber sicher. Na, das taugt man nicht, taugt man nicht. Weil normalerweise bis jetzt hat das mir auch immer die ganze Zeit angezeigt. Dementsprechend irgendwie unbedingt jetzt einen Fehler machen. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, tut es wenigstens nicht so wie ich renne jetzt die ganze Zeit wieder hin und wieder her, weißt? Gespeichert hätte ich zwar eh können, aber drauf geschissen. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, wären mit Belast. Hier unten gibt es noch jede Menge mineralischen Reichtum. Vielleicht würde es sich lohnen, das Gebiet abzusuchen. Wollte gerade sagen, können wir sich vielleicht ein bisschen was. Beziehungsweise vielleicht muss ich ja wieder eine halbe Stunde warten, bis das hin ist. Kannst du wirklich all diese Sachen mit dir rumschleppen? Was? Vorher sagt sie noch so, ja, wir sollten vielleicht das eine oder andere mitnehmen, Budi. Und jetzt, willst du wirklich so viel schleppen? Alter, kannst du dir mal entscheiden, oder? Bist du deppert? Schlimmer als wie mein Alter. Immer dieser Seitenhieb. Aber da bin ich jetzt echt gespannt. Ich habe sowieso das Gefühl, es wird so sein, dass ich sowieso erst recht wieder zurücklaufen werden muss. Im Endeffekt. Aber mir ist es lieber. Mir ist lieber, ich bin jetzt so ein bisschen durchgegangen. Haben mir das alles angeschaut. Mit dem einen Punkt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Als wie ich hab jetzt da irgendwie so ein bisschen Scheiße baut oder irgendwas. Sag ich jetzt ganz ehrlich. Und vielleicht triff ich sogar nur den einen oder anderen Gegner. Wer weiß. Bulls wär's. Wahrscheinlich zeigt er mir eh safe den Rückweg.
Einmal abwarten. Ich finde es halt trotzdem halt irgendwie interessant. Ich finde es halt trotzdem interessant, dass er uns mal unbedingt da zeigen will. Aber sicher, sicher. Sicher, sicher. Wir haben eh noch einen weiten Weg. Aber so erinnert mich das jetzt auch quasi irgendwie an Cyberpunk, ich weiß ja nicht. Irgendwie volle Wäsche. Love, Forest, love. Digga, Digga. Lieber so. Lieber so als wie anders. Ja. Sag ich ganz ehrlich. Aha. Komischerweise zeigt es mir jetzt aber doch so an. Interessant. Interessant. Komischerweise zeigst du mir jetzt auch. Ja, jetzt geht's. Pudi. Ganz, ganz sexy. Ganz, ganz sexy, Digga. Wirkt aber gerade irgendwie so ein bisschen auf mir wie so. Fallout. So ganz am Anfang, was du so ein bisschen gekriegt hast. Vom Aussehen her, vom Fallout. So von die Riders. Ja, genau, die Riders. So um die Kassen. Erinnert mich volle Wäsche an so einen Rider, Digga. Chill langsam, wir haben keinen Stress. Das einzige Stress, was wir bald haben, ist, wenn ich endlich mal die ganze Scheiße hier verkaufen kann. Und in der Hoffnung, dass es auch irgendjemand mir abkauft. Die ganze Scheiße hier. Das ist wichtiger. Das ist wichtiger. Dass dir auch irgendjemand die Scheiße hier kauft. Wenn hier keiner die Scheiße kauft, bin ich hier definitiv am Arsch. Passt. Jetzt wieder normal gehen. Auf gemütlich. Ohne Stress. Du musst dir vorstellen, es kommt irgendjemand jetzt komplett neu in den Stream rein und er sieht das. Muss ja auch denken, Alter. Das ist der aber, der was sich halt die ganze Zeit anhört, Alter, wie so eine Atombombe, Alter. Bist deppert. So ein technisches Auge. Ab und zu. Ab und zu ist schon extrem arg. Schon bad. Und dann sind wir bei der falschen Station, wo die lauter 14er waren. Mutter! Das wär's jetzt. Das wär's jetzt komplett. Ich renne jetzt aber trotzdem bei einer vorbei. Mir würde es interessieren. Oder ist es mein Schifferl? Ich würde so lachen, wenn das mein Schiff wäre. Ist es? Finde ich mal interessant, warum fliegt es denn dann eigentlich die ganze Zeit hin und her? Weißt du, was ich meine? Das würde mich dann interessieren. Wer steuert denn das ganze Schiffel? Darfst du nicht die ganze Zeit da bleiben, sondern muss eigentlich die ganze Zeit immer wieder verschwinden? Das finde ich auch interessant. Wieso eigentlich? Damit man quasi sagt, man macht die Landebahn frei. Aber dann hätte ich es halt einfach irgendwo hin geparkt. Würde ich jetzt einmal deppert gesagt sagen. Hätte jetzt einfach in Bayern die irgendwo hinpackt und tschüss. Kann es wenigstens nicht im Weg sein. Bleib ruhig, aber. Das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Digi, wir haben da ein bisschen was. Gibt es denn zufällig irgendwas mit Zielgenauigkeit oder irgendwas ganz, ganz Zufälliges? Oder mehr Schaden oder das oder das. Was haben wir denn da noch so schönes? Physisch. Aha. Zehn Kilo ist nix. Sagen wir nicht haben, aber 10 Kilo ist echt nix. Ja, bin ich dafür. Mehr Leben bin ich immer definitiv dafür. Kann man nichts machen, aber dennoch.
10 Kilo Tragkapazität, sagen wir nicht, aber das ist aber ein Scheißdreck. 10 Kilo ist wirklich nix. Ich will einfach jetzt nur mal meine Sachen verkaufen. Unbedingt, unbedingt. Wenn ich irgendeinen Haverer finde, sofort, sofort weg damit. Einfach weg damit. So, jetzt ist halt die Frage, gell? Aber ich glaube, wir müssen eins wieder runter. Wir müssen sie gleich mit unten mit dem treffen. In der Hoffnung, dass ich natürlich auch den einen oder anderen Verkäufer dann natürlich triff. Weil das wäre echt, echt geil. Synergy. Würde mich jetzt echt interessieren. Ja gut, let's go. Willst du was kaufen? Ich frage nur für einen Freund. Willst du was kaufen? Willst du? Ha? Willst du? Ha? Ha? Du schaust mir nach jemand aus, der was kaufen möchte. Ja. Na, passt. Es wäre aber cool, wenn irgendwer was kaufen würde. Das wäre echt cool jetzt. Hast du die Slate? Lass mal sehen. Verringerte Gelenkabnutzung. Oh, erhöhte Tragekapazität. Eine Dosis davon könnte ein Miner sehr viel effektiver machen. Die Formel ist mindestens genauso viel wert wie Percivals Schulden. Also, du machst Folgendes. Sag Octai in der Handelsaufsicht, dass du ihm ein Geschäft vorschlägst, das Miner effizienter macht, höhere Erträge einbringt, diesen ganzen Business Mist. Und dass er alles kriegt, wenn Percivals Schulden erlassen werden. Kennst du dich mit Verkaufspräsentationen aus? Ungefähr, wir werden es schon schaffen. Oh, das wird bestimmt super. Oh, und hier, eine Kopie der Formel für dich, falls du mal deinen eigenen industriellen Output maximieren möchtest. Das solltest du benutzen. Viel Glück. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Gut zu wissen. Definitiv gut zu wissen. Ja, da mit mehr Tragkapazität, da hast du mich eh schon gehabt. Du hast mich definitiv, du hast nicht einmal mehr aussprechen müssen, dann hast du mich schon gehabt mit mehr Tragkapazität. Digga, das ist schon gewonnen bei mir. Das ist definitiv schon gewonnen. Jetzt brauche ich nur noch irgendjemanden, der was an meine Scheiße kauft, gell? Wie geht's? Hey, suchst du was bestimmt? Cool. Ah, vielleicht willst du wenigstens irgendwas. Weißt du, was ich meine? Na, wir tun jetzt mal definitiv verkaufen. Mhm. 13 Stück. 13 Stück, Digi. Bist du deppert? Passt. Mhm. Na. Munition, da wieder mal nix verkauft, Alter. Bist deppert. Bam, 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 bam. Ja, mit dem epischen kannst du nicht so leicht mithalten. Ich kann nicht mal alles verkaufen. Weil der fast kein Geld mehr hat. Ich kann ihm nicht einmal alles verkaufen, Brudi. Ja, das ein oder andere hebe ich mir definitiv gerne mal auf. Die Brüder schaut aus. Schaut aus, die alte Pistippert. Geil. Digitaler Schreibtisch. Ah, jetzt kommen wir mal zu die ganz, ganz depperten Sachen. Ja, ja, da wird bei dem einen oder anderen nicht so viel verlangen. Sag ich da. Mhm. Was macht er damit? Das ist jetzt wieder das nächste.
Also ist mir das trotzdem irgendwie wert. Hauptsache ich hab meinen Platz. Da ist es so extrem, gell? Komm gerne wieder. Da war es so extrem. Ich würde aber trotzdem gerne mal den nächsten Händler dann aufsuchen, damit ihr dann wenigstens mit ihr dann auseinandertauschen könntet. Wäre schon echt geil. Gibt's noch was anderes? Es gibt jetzt einiges. Gelegenheiten schlage ich eigentlich nie aus. Aber ich würde gern erfahren, was du auf dem Marsmarkt entdeckt hast, was anderen entgangen ist. Wässriger Hämatit. Eisen und Abwasser. Erstaunt mich nicht, dass so etwas noch niemand vorgeschlagen hat. Und welche Wirkung genau hat dein neues Mittel? Interessanter Vorschlag. Falls deine Daten stimmen. Aber woher kommt dieser Hämatit? Es wäre zu teuer, die aktiven Minen umzurüsten. Die Tiefminen könnten eine Option sein. Aber da wimmelt es angeblich von Spacern. Das ist schon vorbei. Wirklich? Ein bisschen schmackhafter machen. Kostenlos. Ein komplett ungenutzter Ressourcenpool. Und eine Wirkung, die jede Bergbaufirma in Cydonia liebend gerne nutzen würde. Wir könnten die eigentliche Laborarbeit outsourcen und eine der gierigeren Firmen für Material ins Boot holen. Die gierigeren Firmen. Und wie das unser Image bei der Bevölkerung aufpolieren würde. Diese Mine, neu eröffnet, dank der Mars-Handelsaufsicht. Wirklich sehr interessant. Und was willst du für die Rechte an dem Mittel? Ich will Credits aufweise. Scheiß auf Erb, scheiß auf den Percival. Dr. Walkers Schulden? Mehr nicht. Sind beglichen. Tja, dann haben wir wohl einen Deal. Und hier, ein Finderlohn von der Aufsicht. Ein absolut vernünftiger Betrag für eine Entdeckung mit diesem Potenzial. Ja, Gott sei Dank. Du sollst ja nicht glauben, wir hauen dich übers Ohr. Wir nehmen die Slate, bevor du es dir anders überlegst. War mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Captain. 1300 Lady, man hat doch noch ein bisschen mehr erwartet, aber was so ist. Schade. Echt, echt.